Hallo Kackbratzen. Alle, die behaupten, dass es auf der Nintendo Wii keine Horrorspiele gibt, weil das angeblich ein Videospielsystem für Kinder und auch die ganze Familie sei, haben sich vermutlich mit dem kleinen weißen Kasten aus dem Hause Nintendo wohl nicht mehr als ganze 5 Sekunden lang beschäftigt. Mal davon abgesehen, dass es selbst Resident Evil auf das Ding geschafft hat, ist ja wohl Beweis genug, dass es nicht nur 12.000 Sport- oder Geschicklichkeitsspiele mit dem Fuchtel-Controller gab. Und um weitere Beweise zu bringen, habe ich heute für euch das Survival-Horror-Spiel Cursed Mountain ausgegraben, das vermutlich nur von circa 3 Leuten gespielt wurde. Zumindest auf der Wii, denn als das Spiel 2009 für die Nintendo-Konsole veröffentlicht wurde, konnte vermutlich der Publisher Deep Silver schon absehen, dass der Markt hier nicht besonders groß war und man deshalb ein Jahr später auch eine Version des Spiels für Windows auf den Markt brachte. High altitude climbing. My brother, Frank Simmons, is one of the world's best. Im Spiel schlüpft man in die Rolle von Eric, der sich auf die Suche nach seinem verschollenen Bruder Frank begibt. Dieser soll irgendwo in den Himalayas verschütt gegangen sein, als er versuchte, den eigentlich unbezwingbaren Berg Chromolon zu besteigen wollte. Der mit Schnee und Eis bedeckte Hügel schafft es auf beachtliche 7804 Meter und ist somit kein echter Kindergeburtstag. Zudem besagt die Regel, dass man sich erstmal einem tibetanischen Ritual unterziehen muss, bevor man überhaupt den ersten Schritt auf den Berg wagt, und einige Gerüchte besagen sogar, dass irgendwo unter all dem Geröll und Eis sogar ein Schatz vergraben sein soll. Aber es scheint so, als ob da noch irgendwas anderes im Eis auf den Spieler lauert. Es ist kalt, es ist gefährlich, der Kopf tut weh, weil er nicht durchblutet ist und zu wenig Sauerstoff hinkommt. Die Entwickler haben der Kulisse von Cursed Mountain einen tollen 80er-Jahre-Stil verpasst, vermutlich um im Spieler aufgrund der damals vorherrschenden Technologie ein größeres Gefühl der Isolation aufzubauen. Aber ich bezweifle, dass man in dieser unmenschlichen Gegend überhaupt irgendwie ein Handysignal bekommt, mal abgesehen davon, dass man sich bei den Temperaturen ohnehin die Kackbratzen abfriert. Um die Stimmung perfekt zu machen, hat man in das Spiel eine Menge tibetischer und buddhistischer Folklore eingebaut. Schließlich dreht sich ja diese ganze Survival-Horror-Kiste um diese Thematik. Man kommt zwar auch durch bewohnte Dörfer, aber trotzdem hat man das Gefühl, als wären alle Einwohner fast plötzlich verschwunden. Flaggen und Vorhänge wehen im Wind, Holzöfen brennen noch langsam und man trifft nur sehr selten auf andere Menschen. Und wenn man mal auf andere Bewohner trifft, sind das in der Regel ziemlich alte Typen, die den Anschein von luftgetrocknetem Fleisch machen. You know, I'm no Buddhist. No matter. Insgesamt verleiht die ganze Atmosphäre dem Spiel ein sehr isoliertes Gefühl, das einem ständig im Unklaren lässt. Nicht nur der Protagonist wirkt ziemlich verzweifelt, sondern schon nach wenigen Minuten auch der Spieler. A prayer spear. Meant to protect against evil spirits. Rein theoretisch macht das Spiel mit all seinen Dörfern, Tempeln und Bergen einen recht guten Eindruck, aber insgesamt ist die Grafik nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Die Wii war auch nicht unbedingt der schnellste Gaul im Stall. Während die Gebäude und Umgebungen einerseits brillant detailliert waren und wirklich die Isolation gut vermittelten, sind sie stellenweise doch ziemlich grob und knusprig geraten. Auch der Hauptcharakter des Spiels sticht mit seinen Kanten aus der Bühne heraus und ein wenig Anti-Aliasing hätte insgesamt nicht geschadet. Auf der anderen Seite sind alle Animationen im Spiel sehr gut umgesetzt worden. Wettereffekte wie im Wind wehende Stoffe und Schneestürme sind nette Details, die einem wirklich bewusst machen, dass man sich irgendwo in großer Höhe und an einem unwirklichen Ort befindet, was die Immersion nur noch verstärkt. Einige der Innenräume sind zwar hübsch dekoriert, aber es fehlt ihnen an echten Details, was das Erlebnis ziemlich trüben kann. Schließlich sind die Zwischensequenzen in diesem Spiel größtenteils im Comic-Stil gehalten, was jetzt zwar irgendwie Geschmackssache ist, aber am Ende dann doch eher gemischte Gefühle hinterlässt. Natürlich sind Atmosphäre, Grafik und Präsentation nur ein kleiner Teil des Kuchens, und der Knackpunkt dessen, was ein Spiel ausmacht oder scheitern lässt, ist natürlich das Gameplay. Und da wir hier auf der Wii spielen, ist das so eine Sache. Der Spieler bewaffnet sich mit der Wii-Remote und dem Nunchuck, wobei der Nunchuck zum Bewegen und Bereitmachen von Erics Waffe und die Remote für bewegungsbasierte Eingaben verwendet wird, mit denen sowohl Rätsel gelöst als auch Geister und Dämonen bekämpft werden müssen. Auf Knopfdruck aktiviert man zudem einen Modus namens das dritte Auge. In diesem Modus wechselt die Sicht in eine Über-die-Schulter-Kamera wie etwa in Resident Evil 4 und somit kann Eric Dinge sehen, die Menschen normalerweise nicht sehen können. Also in erster Linie Geister und ähnlichen Kram. Mit dem dritten Auge-Modus kann unser Held dank seiner magischen Spitzhacke auch magische Fernkampfangriffe ausüben oder klassisch auch einfach damit zuschlagen. Man kann auch außerhalb des dritten Auge-Modus seine Geister verkloppen, aber dank des magischen Fernkampfangriffs kann man seine Gegner schön auf Distanz halten.
Beide Methoden funktionieren gut. Es kommt eben nur auf die persönlichen Vorlieben an, wie man nun am liebsten seine Feinde abermals ins Jenseits pusten möchte. Wenn man ausreichend oft einen Gegner mit der Axt bearbeitet oder seinen Hintern mit magischen Blitzen gegrillt hat, kann unser Held eine Art Mitleidsritual an ihm durchführen, um seine Seele wieder zu besänftigen und sogar ein wenig Gesundheit wiederherstellen. Der Kampf im Spiel ist im Wesentlichen mit dem aus Resident Evil 4 zu vergleichen, in der Feinde mit Standardbewegungen angegriffen werden und mit einer bewegungsbasierten Kombination dann endgültig auszuschalten, um einen kleinen Bonus zu erhalten. Stärkere Geister im Spiel lassen sich mit mehr als einer Bewegung erledigen. Und in den meisten Fällen ist das Mitleidsritual die beste Möglichkeit, um seine Gesundheit wiederherzustellen. Und ich sage die beste Möglichkeit, weil es offensichtlich noch eine weitere Möglichkeit gibt, mit der man wieder seine Energie auffrischen kann. Allerdings hat man es hier mit einer leicht verwirrenden Spielmechanik zu tun. Um seine Gesundheit ohne einem Ritual wiederherstellen zu wollen, muss man mit seinem Charakter einfach nur ganz, ganz still stehen. Das ist alles. Wie man sich vielleicht vorstellen kann, ist diese Mechanik wohl nicht wirklich gut geeignet, wenn man sich gerade in einem Bosskampf befindet, da man wohl sehr schnell in aller Stille zu Brei geschlagen wird. Für einen kleinen Gesundheitsschub kann man auch ein paar Räucherstäbchen anzünden, die man allerdings vorher erstmal finden muss. Allerdings muss man auch hier komplett stillstehen, um die Dämpfe wohl besser einatmen zu können. Mir bereiten ja diese Räucherstäbchen enorme Kopfschmerzen. Aber vermutlich liegt es daran, dass mein innerer Dämon darauf allergisch reagiert. Was aber insgesamt das Gameplay betrifft, so kann man hier den typischen Survival-Horror-Kram erwarten. Man schlendert durch die Gegend, sucht Schlüssel, um irgendwelche Türen zu öffnen und sammelt auf seinen Weg irgendwelche Artefakte ein, um ein neues Gebiet zu öffnen. Da wir uns im Gebirge befinden, wird man sich auf einige Klettereinlagen freuen dürfen, wobei hier der Sauerstoffbedarf unseres Helden eine sehr große Rolle spielt. Ab und an wird man sich auch noch mit einigen sehr streitlustigen Geistern rumschlagen müssen und mit der Zeit wird das Gameplay doch ein wenig repetitiv und der ewige Kampf gegen die Geister ist mehr lästig als gruselig. Das gleiche gilt auch für die Bosskämpfe. Und weil wir ja auf der Wii zocken, dürfen auch auf Bewegungssteuerung basierte Rituale auch nicht fehlen. Die wären aber auch nur halb so schlimm, wäre die Bewegungssteuerung wenigstens gut umgesetzt worden. Lässt man aber mal für einen kurzen Augenblick die leicht madige Bewegungssteuerung und das damit zusammenhängende Gameplay außer Acht, findet man unter der Haube ein wirklich grandioses kleines Spiel. Cursed Mountain ist ein extrem atmosphärisches und düsteres Ding, das wirklich kein schnelles Tempo hat, was man auch an der langsamen Bewegung unseres Helden erkennt. Während aber Horrorfans dieses Tempo einerseits vielleicht lieben werden, da es eine dichte Atmosphäre aufbaut, die ein starkes Gefühl der Isolation vermittelt, kann es von Leuten, die das Genre nicht gewohnt sind, als unglaublich langsam empfunden werden. Vermutlich also 93,5% aller Wii-Spieler. Summit. Almost. Wer sich mit der Story auseinandersetzen möchte, findet im Spiel auch eine Menge Kram, der mehr über die Hintergrundgeschichte von Erics Bruder und den Eingeborenen des Berges sowie über buddhistische und tibetische Rituale erzählt. Viele Horrorspiele nutzen Sound zu ihrem Vorteil, um etwa Spannung aufzubauen und den Spieler auf eine bevorstehende Gefahrensituation aufmerksam zu machen. So auch Cursed Mountain. Die Geräusche tragen enorm zur unheimlichen Atmosphäre des Spiels bei. Man hört den Wind, ein langsam vor sich hin klimperndes Glockenspiel und natürlich die Fußstapfen unseres Helden. Musik gibt es übrigens so gut wie keine. Wenn aber die Musik aus den Lautsprechern dröhnt, also vor allem in den Bosskämpfen, dann funktioniert das sogar wirklich gut und trägt enorm zur Spannung bei. Wo man wie immer ein paar Abstriche machen muss, ist die Sprachausgabe. Simmons. Frank. My God. Eric. Simmons. You've got to be kidding me. Einige Charaktere klingen ganz gut, andere allerdings etwas weniger. Das Problem verschlimmert sich dann in den Momenten, in denen die Stimmen in den Geräuschen der Umgebung untergeht. Zum Glück gibt's Untertitel. Das eher größte Problem des Spiels ist, dass man vielleicht nicht so einen großen Anreiz hat, sich ein weiteres Mal in das gruselige Abenteuer zu stürzen, nachdem man einmal das Ende erreicht hat. Es gibt zwar eine Menge Kram aufzusammeln, die irgendwelche Leute über den ganzen Berg verstreut liegen gelassen haben, aber das allein reicht nicht wirklich aus, um den Wiederspielwert zu steigern. Vielleicht lässt man es am besten über den Sommer ruhen und holt es im Winter wieder aus dem Regal, um auch gleich in die passende Stimmung zu kommen.
Insgesamt macht aber das Spiel eine Menge Spaß und so schrecklich tödlich ist das Gameplay auch wieder nicht. Es bietet eine gut geschriebene Story mit sehr viel Details und eine absolut dichte Horroratmosphäre, wie man sie auf der Wii nur sehr selten erlebt. Aber genau hier ist dann auch wieder das Problem zu finden, da die Hardware der kleinen weißen Schachtel eben zu einigen Gameplay-Problemen und leicht madiger Grafik führt. Wer sich aber davor nicht abschrecken lässt, wird mit Cursed Mountain sehr viele und sehr spannende Stunden verbringen werden. Das Ding ist ein großartiger Survival-Horror-Titel, der alle Facetten der Wii-Hardware ausnutzt. Und für Horrorfans ist es ein gefundenes Fressen. Dank der Action ist das Spiel auch nicht allzu casual, womit eigentlich jeder Gamer zufriedengestellt werden könnte. Falls ihr also eine Wii habt, gehört Cursed Mountain definitiv in eure gut sortierte Sammlung. Wer lieber auf dem PC spielt, kann sich auch dort dieses Spiel holen, allerdings ist dort die Grafik kein wirklicher Augenschmaus. Aber man spielt ja wegen der Story und des fürchterlichen Horrors und nicht wegen ein paar bunten Pixeln. The world is not ready for its power. I'll leave the goddess to protect her own. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.